Hallo, Chief Fenlon. Im Westen sieht man nicht viele davon. Sehen, meine ich. Natürlich oder künstlich. Man sieht beides nicht oft. Wir haben die Dämme vernachlässigt oder das Wasser schon lange abgepumpt. Owens, Isabella, der St. Louis. Vom Grundwasser ist nichts mehr übrig. Gibt nur noch Schlamm und Staub. Es fühlt sich anders an, wenn die Sonne über Wasser aufgeht. Das ist doch jetzt Muss man schon sich so. erst mal dran gewöhnen. Aber wenn man lange genug hier ist, dann kommt es einem normal vor. Das ist heutzutage das Leben eines Rangers. Nach Osten schauen. Sie müssen der Kurier sein, von dem alle reden. Hab über Funk gehört, dass Ihnen jemand in Good Springs übel mitgespielt hat. Die Mojave brennt den Menschen das Gute aus, aber Sie scheinen der RNK wohlgesonnen zu sein. Wissen wir zu schätzen. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie eigentlich nie auf zu reden? Ich untersuche für Technical Sergeant Reese einige Probleme in der Aufklärung. Ich weiß, dass Sie die Aufklärungsdaten manipulieren. Erzählen Sie mir von sich. Was wissen Sie über Seja? Wie schlägt sich die RNK? Was hat die Legion vor? Erzählen Sie mir von den Rangern. Auf Wiedersehen. Ich untersuche für Technical Sergeant Reese einige Probleme in der Aufklärung. Interessant, dass sie versucht, jemand anderem die Lösung des Problems aufzubürden. Aber ich nehme an, dass Sie hier richtig sind. Hier kommen eine Menge Informationen durch. Wissen Sie irgendwas über die Probleme? Ich kenne Technical Sergeant Reese nicht. Aber die Koordination von Informationen kann kompliziert werden. Vermischte Dinge, verwirrte Leute. Sogar ich blicke manchmal nicht durch. Und ich mache das schon lange. Was er oder sie als Problem betrachtet, kann ebenso gut ganz normal sein. Das heißt nicht, dass Reese sich unnötig Sorgen macht. Aber hier draußen bekommt man nur allzu leicht Sand in die Augen. Wie wird die Aufklärung koordiniert? Das System ist einfach, wenn es funktioniert. Patrouillen teilen Ranger-Stationen per Funk Informationen mit. Kommunikationsranger schicken die Informationen die Senderkette hoch, bis sie Camp Golf erreichen. Dann organisieren ich oder einer der diensthabenden Ranger die Daten. Sie werden ausgewertet und an Lager oder Soldaten im Feld geschickt. Warum schicken die Ranger-Stationen die Daten nicht direkt an die Soldaten? Kommunikationsranger haben möglicherweise nur ein unvollständiges Bild der Lage. Da draußen passiert eine Menge. Informationen müssen durch Golf koordiniert werden, damit wir entsprechend auswerten und beraten können. Soldaten haben schon genug am Hals. Sie sollen nicht auch noch ihre Informationen in Frage stellen müssen. Können Sie mir irgendeinen Rat geben? Naja, am besten fragen Sie wohl bei den Patrouillen und den Kommunikationsoffizieren nach. Seien Sie aber nicht betrübt, falls nicht alles passt. Unterschiedliche Menschen sehen unterschiedliche Dinge. Manchmal geht die Bedeutung in Nebensächlichkeiten eines Gesprächs unter. Sprechen wir über was anderes. Schießen Sie los. Erzählen Sie mir von Die sich. Leute hier nennen mich Chief Hanlon. Einfach Hanlon reicht jedoch. Die Ranger kommen relativ gut alleine zurecht, aber ich helfe, wo es geht. Hauptsächlich Verwaltungsangelegenheiten und die Koordinierung von Informationen per Funk. Außerdem behalte ich die Feuer am anderen Ufer im Auge. Feuer? Die Feuer der Legion. Sie brennen in den Himmel, wo auch immer die Legion hingeht. Caesar ist relativ undurchschaubar. Aber er achtet immer darauf, dass man weiß, wenn mehr Truppen vor der Tür stehen. Sprechen wir über was Schießen anderes. Sie los. Was wissen Sie über Caesar? Der Beste der Besten. Der Schlimmste der Schlimmen. Er kam aus der RNK und war einer der Anhänger der Apokalypse. Aha. Wie viele Anhänger zog er zusammen mit einem Partner in die Wildnis, um Bedürftigen zu helfen. Nicht großartig anders, als die Ranger früher waren. Nur mit Büchern und Medikamenten statt mit Knarren. Schusswaffen. Wo ist der hin?
Raus zum Grand Canyon. Er hat Joshua Graham getroffen, einen Missionar aus Utah. Graham war Dolmetscher für die Anhänger und die Stämme. Alle drei wurden von den Schwarzfüßen dort unten geschnappt, als diese noch im Krieg mit allen anderen Stämmen im Südwesten waren. Wie konnte ein Anhänger zu Caesar werden? Irgendwann wurde ihm klar, dass er die Schwarzfüße ausbilden musste, damit sie nicht mit dem Rest des Stammes vernichtet werden würden. Er zeigte ihnen, wie man Schusswaffen verwendet und Sprengstoff herstellt. Nachdem er ihnen ein paar Tricks beigebracht hatte, brauchten sie ihn. Und er brauchte Anhänger, die er in K und den Rest nicht mehr. Er entschied, dass er die südwestlichen Stämme neu formen würde, ob sie wollten oder nicht. Er wurde Caesar. Und Joshua Graham wurde sein Legat, seine rechte Hand. Und das blieb Graham bis zur Sache mit dem Hoover-Staudamm. Was passierte mit Graham nach der Sache am Hoover-Damm? Der Verlust des Damms war die schlimmste Niederlage der Legion. Graham war von Anfang an Caesars Seite, aber er musste ein Exempel statuieren. Aha. Die Prätorianer überzogen Graham mit Teer, zündeten ihn an und warfen ihn hinunter in den Grand Canyon. Und das war das Ende von Graham? So sicher ist das nicht. Sie müssen verstehen, dass Graham der härteste Mistkerl war, den diese Gegend je erlebt hatte. Vor Hoover haben wir 5 Ranger und Scharfschützen der ersten Aufklärung verloren, die ihn erledigen wollten. Ein paar Leute glauben, dass er noch lebt. Sie nennen ihn den Verbrannten. Gehören die Schwarzfüße zur Legion? Ja und nein. Die Schwarzfüße gibt es nicht mehr. Wie alle anderen Stämme, die von der Legion geschluckt werden. Caesar löscht die Stammesidentität. Tätowierungen werden unkenntlich gemacht, Familien getrennt, Stämme gemischt, bis die alten Loyalitäten sterben. Der einzige Stamm in der Legion ist die Legion. Caesar ist ihr Häuptling, Vater und Gott in einer Person. Aha. Also anders wie die Römer das damals gemacht haben, die den Leuten ja ihre Religionen und dergleichen gelassen haben, um ihre Loyalität zu erlangen. So, sprechen wir über was anderes. Schießen Sie los. Wie schlägt sich die RNK? Es ist kein Geheimnis, dass wir schon bessere Feldzüge hatten. Nicht gerade einfach, die gesamte Länge des Flusses zu halten. Wir sind dünn besetzt und die Long 15 wird täglich länger. Nachschub kommt nur langsam rein, Verstärkung noch langsamer. Der Senat der RNK konzentriert seine Mittel auf den Boneyard. Und Präsident Kimball hat unsere erfahrensten Ranger in Baja auf Geisterjagd geschickt. Warum sind die Mittel auf dem Boneyard konzentriert? Die Senatswahlen stehen bevor. Die lokalen Vertreter wollen den Mojave-Feldzug nicht zusätzlich fördern, da er unpopulär ist. Aha. Die meisten Leute in Boneyard waren noch nie in New Vegas und werden da auch nie hinkommen. Sie wissen nur, dass ihr Geld in diese Wüste gepumpt wird und ihre Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter hier sterben. Was geht im Bacher vor sich? Das ist kompliziert. Lange Geschichte. Ich habe Präsident Kimball gesagt, dass wir hier mehr Ranger brauchen. Er akzeptierte das. Doch die erfahrensten schickte er nach Süden. Patrouillen-Ranger sind gute Männer und Frauen, aber uns steht ein Krieg bevor. Was ist mit den Soldaten? Sie haben es ja selbst gesehen. Ein paar von denen haben nicht einmal vernünftige Militärgewehre oder Rüstungen. Unsere schwere Infanterie, die Einheiten mit den Powerrüstungen, schützt im RNK-Gebiet die Interessen von Brahmin-Baronen gegen schwache Raider. Brahmin-Barone haben auch nur eine Stimme an der Wahlurne. Aber sie haben eine Menge Geld zur Verfügung. Wie immer. Sprechen wir über was anderes. Schießen Sie los. Was hat die Legion vor? Vor nicht allzu langer Zeit haben sie Nelson und Searchlight eingenommen. Sie haben ein paar Lager am Ostufer des Colorado. Und das Monster auf dem Hügel jenseits des Sees. Das ist für Caesar. Ein paar Leute denken, er sei noch nicht hier. Aber so etwas spürt man. Er ist das Auge des Sturms.
Alles braut sich um ihn zusammen. Man muss den Mann nicht sehen, um seine Wirkung zu erkennen. Erzählen Sie mir von Nelson. Nelson war so gut wie unbefestigt. Es gab einen großen Streifen ungeschütztes Land zwischen Forlorn Hope und Searchlight. Und Nelson war die Lösung. Ein Dekanus namens Totes Meer hat den Ort erobert und eine Menge Schaden angerichtet. Was ist in Searchlight passiert? Searchlight war schlimmer. Einer von Caesars Frumentarii muss dort etwas gefunden haben, womit er das Lager verstrahlen konnte. Okay. Schießen Sie los. Erzählen Sie mir von den Rangern. Ich könnte Ihnen viel über sie erzählen. Aber in meinem Alter bin ich mir nicht sicher, wer von uns zuerst einschlafen würde. Was wollen Sie wissen? Haben Sie gute Geschichten auf Lager? Wie lange sind Sie schon bei den Rangern? Was machen die Ranger so? Warum sind die Ranger hier? Haben Sie gute Geschichten auf Lager? Kommt drauf an, was Sie für gut halten. Die meisten Leute interessieren sich für den Staudamm und Boulder City. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn Sie Geschichten über die Jagd auf Sklaventreiber und das Hochnehmen von Banden hören wollen, fragen Sie einen der jüngeren Ranger. Sprache 50. Die Ranger müssen doch etwas Gutes getan haben, auf das sie stolz sind. Ist eine längere Geschichte, aber na gut. Vor 20, 25 Jahren ist eine Gruppe von RNK-Siedlern nach Baja im Süden vorgestoßen. Wenn man sich heute die Karten anschaut, sieht das nicht sehr weit aus. Aber damals war es ganz schön abgelegen. Sie haben dieses kleine Hüttendorf mit einem Brunnen in der Mitte gegründet. Nannten es Rattletail. Weiter. Wir hörten, dass eine unserer Stationen von Raidern angegriffen wurde. Also zog ich mit 6 Rangern los. Wir waren bestimmt eine Woche unterwegs, bis wir in Rattletail eintrafen. Nachtpirscher hatten eine von uns getötet, der Durst fast noch jemanden. Als wir ankamen, sahen wir 6 schäbige Hütten rund um einen Brunnen. Ja, erzähl mal weiter. In den Dünen außerhalb des Dorfs lagen über 2 Dutzend Leichen. Und im Dorf hockten 5 Leute mit 308-Gewehren hinter Sandsäcken. Und die Leichen, diese Menschen im Sand, waren keine Raider. Sie waren noch nicht mal schwer bewaffnet. Es waren nur Leute, die zum einzigen Brunnen im Umkreis von 75 Kilometern wollten. Ich wusste gleich, dass das den Leuten im Dorf egal war. Weiter. Sie hatten die Flagge der RNK über dem Brunnen gehisst und waren bereit, ihre Stellung zu halten, auch wenn sie alle dabei draufgingen. Also bin ich hingegangen und habe eine Geschichte über eine 100-Mann-starke Raider-Bande erfunden. Hab mir sogar einen Namen ausgedacht. Die Kerle haben erst einander doof angeguckt, dann uns, und dann haben sie mich gefragt, was wir jetzt gegen die Raider unternehmen könnten. Ja. Ich habe gesagt, dass wir sie ins Territorium der RNK zurückbringen würden, weil wir auf dem Weg schon 10 Ranger verloren hätten. Das reichte ihnen wohl. Sie haben ihre Sachen gepackt und wir haben sie nach Norden gebracht. Hab gehört, dass sie jetzt in Ansa Borrego siedeln. Züchten Großhörner. Hatten anfangs Schwierigkeiten, aber es hat alles geklappt. Das war meine eine gute Tat. Was ist am Hoover Dam und in Boulder City passiert? In großen Schlachten setzt Caesar seine Legionäre in Wellen ein. Erst Rekruten, dahinter Primi und die alte Garde am Schloss. Der Gegner verausgabt sich bei den ersten beiden Wellen, wenn er überhaupt so lange durchhält. Und die Veteranen haben dann ein leichtes Spiel. Caesar ist aber flexibel. Und wenn's sein muss, setzt er eine Mischung von Legionären als Plänkler ein und erhält die Ordnung dabei trotzdem aufrecht. Joshua Graham, Caesars alter Legat, der war nicht so flexibel. Als die Legion den Hoover-Staudamm angriff, befahl General Oliver gleich zu Beginn den Rückzug in die Mitte des Schlachtfelds. Graham ließ die Legionäre auf den Staudamm vorrücken und füllte die Ostflanke vorne mit Rekruten und hinten mit Veteranen auf. Wie aus dem Lehrbuch. Und dann? Aber als sie erstmal da waren, hingen sie fest. Olivers Truppen waren eingegraben und wichen keinen Fußbreit zurück.
Dann wurden Scharfschützen der Ranger und der ersten Aufklärung angewiesen, die Offiziere der Veteranen von einer hohen Kuppe im Westen aus auszuschalten. Es dauerte kaum eine Minute, bis Graham den hinteren Rängen befahl, sich nach vorn durchzudrängen und die Kuppe zu erstürmen. Und was ist dann passiert? Das führte zu totalem Chaos unter den jüngeren Legionären. Olivers Truppen wichen auf die Balustraden aus und ließen die Veteranen durch. Aber bis die Veteranen die Kuppe erreichten, waren wir schon längst in Boulder City. Sie folgten uns dorthin, doch wir waren weg, bevor sie es merkten. Sie folgten uns dorthin, aber wir waren weg, bevor sie es merkten. Ja, und was ist dann passiert? Wir hatten überall in der alten Stadt C4 und Dynamit gelegt. Krude, aber effektiv. Das stimmt. Die wenigen Überlebenden der Explosionen leisteten kaum Gegenwehr. Die auf dem Damm wussten nicht mehr weiter. Die Soldaten schlugen sie in die Flucht, Graham zog seine Legionäre zurück und die Schlacht war gewonnen. Er ging nach Süden, zurück zum Grand Canyon, zurück zu Caesar. Das war das Letzte, was wir von Joshua Graham gesehen haben. Sprechen wir über was Schießen anderes. Sie los. Tja, sonst haben wir nichts, wa? Auf Wiedersehen. Adios. Tja. Aber das war's wohl immer noch nicht. Nein, nicht mit Veronica. Ich bin momentan beschäftigt. Kommen Sie zu mir, wenn ich auf dem Balkon bin. Super. Und wann bist du auf dem Balkon? Ich bin momentan beschäftigt. Ach, das kann doch nicht sein. 20:04 Uhr. Ich würde sagen, das ist genau die richtige Zeit, um sich mal ins Bettchen zu legen. Sagen wir mal, gesunde 12 Stunden Schlaf. Guten Morgen! Ist er jetzt wieder auf dem Balkon? Und ich hab Durst. Da ist er. Sie sind zurückgekommen, um den Chief zu treffen. Lieb von Ihnen, dass Sie den alten Funker mal besuchen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich untersuche immer noch die Probleme. Schon wieder? Na gut. Was möchten Sie wissen? Sprechen wir über was anderes. Schießen Sie los. Ja. Auf Wiedersehen. Adios. Ich würde sagen, wir speichern jetzt hier erstmal an dieser Stelle. Und dann werden wir ihn mal damit konfrontieren, dass er da die Sache manipuliert und es bleibt dann abzuwarten, wie er darauf reagiert. Um den Chief zu treffen. Lieb von Ihnen, dass Sie den alten Funker mal besuchen. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, dass Sie die Aufklärungsdaten manipulieren. Moment mal. Für diese Unterhaltung sollten wir uns einen privateren Ort suchen. Ist das so? Keine Angst. Dieser alte Hund beißt nicht mehr allzu fest zu. In seinem Büro. Dann folgen wir ihm doch mal. In sein Büro. Mein Gott, schleich doch nicht so. Der läuft wie John Wayne. Grüßen kann er auch nicht. Kampflos. Es müsste nur ein einziger Ranger auf die Einschienenbahn aufpassen. Der braucht auch nicht viel Futter und würde es trotzdem hinkriegen. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos.
Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!